Moin Moin und herzlich willkommen zum Fußballtipp, DFB-Pokal-Freitagsspiele. So sieht's mal aus. Die anderen Tipps kommen natürlich auch noch nach und nach, denn zu viele sind zu viel. Dementsprechend machen wir das jetzt täglich. Ja, heißt also, heute die Freitagstipps. Schauen wir mal, wer denn im DFB-Pokal weiterkommt und wer jetzt in der ersten Runde schon rausfliegt. Los geht's mit meinen neuen Fußballtipps. Das Auftaktspiel, was am Freitag stattfinden wird, oder besser gesagt, sind ja alles am Freitag, das um 18 Uhr stattfinden wird, ist das Spiel zwischen dem hallischen FC und dem FC St. Pauli. Die Hallenser durch den Sieg im Sachsen-Anhalt-Pokal nun dabei, ja, abgestiegen aus der dritten Liga. Müssen sich nun neu orientieren in der vierten Liga. Frage ist, können sie es direkt gegen einen Aufsteiger beweisen, dass sie weiterkommen könnten im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli? Haben noch nicht gespielt. Schauen wir mal, was das Team momentan so drauf hat. Mein Tipp tatsächlich in der Hinsicht ist, dass St. Pauli relativ einfach dieses Spiel gewinnt. Und zwar mit einem 3:0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FC Würzburg Kickers, oder besser gesagt den Würzburger Kickers, gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Würzburg, ja, knapp den Aufstieg nicht erreicht, trotz dieses Platzes im DFB-Pokal, nämlich der bayerische Teilnehmer, der Beste, darf ja dann auch dabei sein. Ja, die große Frage ist natürlich, wie können die Würzburger das jetzt kompensieren? Sie sind ja in der Liga schon aktiv, Hoffenheim dagegen noch nicht in der Liga aktiv. Die Frage ist, Hoffenheim, kommen sie es weiter oder nicht? Ich denke mal, in der Hinsicht wird es so sein, dass die TSG dieses Spiel deutlich gewinnen wird mit einem 4:0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SVW in Wiesbaden und dem FSV Mainz 05. Die Wiesbadener haben wir ja schon in der Liga gesehen. Ne, in der dritten sind sie schon aktiv, aber da ist natürlich die Sorge zu sagen, eine Frage, wie wird das jetzt dieses Mal gegen den FSV Mainz 05 aussehen? Erstligist, schwierige Saison für die Mainzer, denke ich auf jeden Fall. Aber im DFB-Pokal kommt Mainz weiter an Abschluss mit einem 3:1. Das letzte Spiel des Freitags ist das Spiel zwischen dem SSV Ulm und dem FC Bayern München. Und ja, Ulm, zweite Liga, stetig bemüht. Aber irgendwie die Ergebnisse bleiben aus. Jetzt geht's gegen den FC Bayern München. FC Bayern München in den letzten Jahren immer mal wieder gescheitert. Werden sie dieses Mal sogar schon in Runde 1 scheitern, denn Ulm, haben wir auch schon in den letzten Jahren gesehen, hat das auch schon hingekriegt, in der ersten Runde einige große Namen rauszukegeln. Vielleicht auch den FC Bayern München. Ich denke mal, in diesem Spiel wird es doch nicht knapp, aber dennoch, der FC Bayern gewinnt relativ mühelos mit 2:0. Das waren meine Tipps für Freitag. Eure Tipps in die Tipprunde und wir sehen uns hoffentlich dann morgen wieder zum Spiel, den Samstag. Bis dahin eine gute Zeit und ciao.